Hallo zusammen. Hallöchen. Wir sitzen hier gerade mit dem Aragon ein bisschen hinterm Haus und genießen das schöne Wetter. So sieht's aus. Und währenddessen waren wir gerade beim Videoschnitt und da ist uns aufgefallen, wir haben euch gar nicht erklärt, was wir eigentlich vorhaben. Richtig gut, oder? Genau, das wollen wir jetzt hiermit nachholen. Also sprich, wir wollen eine Hundebox bauen oder haben eine Hundebox gebaut für den Aragon. Da haben wir uns im Internet ein paar Ideen gesammelt und haben so das Beste für uns, so, wo wir denken, das passt bei uns in die Wohnung, das ist auch gut für den Aragon. Ja, das gefällt uns auch. Genau, so sieht's aus. Und da haben wir uns jetzt so das Beste rausgesucht. Genau. Oder halt, was heißt das Beste rausgesucht? Wir haben aus allen Vorschlägen oder Ideen, die wir gefunden haben, haben wir unsere eigene herausgefunden. Genau, und die dann umgesetzt. Und ist ja gerade beim Border Collie, haben wir jetzt schon öfter gehört, die haben echt Probleme oft mit Ruhe runterkommen und so, dass es oft hyperaktive Hunde sind. Und wir wollen ihm mit der Hundebox natürlich auch so eine Ruhezone geben, so sein eigenes Reich, wo er sich zurückziehen kann, wenn es auch ihm mal zu viel wird. Ja, weil es gibt es ja natürlich auch, dass es dann den Hunden irgendwie mal zu viel wird, wenn mal Besuch da ist oder so, dass sie eigentlich ihre eigene Ruhezone haben. So sieht's aus. Und deswegen haben wir eine Hundebox gebaut. Genau. Und jetzt im Nachhinein seht ihr die Entstehung der Hundebox. Genau. Viel Spaß dabei. Aragon, viel Spaß. Hallo. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Bauhaus, weil wir ja das Material für die Hundehütte holen. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir alles so kriegen, wie wir wollen, wie wir es uns vorstellen. Oder ob wir ein bisschen umdenken müssen. In mehreren Baumärkten rumfahren müssen, mal ja, schauen. Und umdenken müssen, oder ob das schon so klappt. Und ob wir überhaupt alles in das kleine Auto reinbekommen. Ja, das so auch klein ist spannend. Es auch nicht, aber wird schon. So, wir sind jetzt im Baumarkt angekommen. Schauen jetzt mal, ob wir alles finden. Und hier sind wir dann auch schon in der richtigen Abteilung, in der Holzabteilung. Da schauen wir uns jetzt dann um, was wir alles brauchen. So, der Wagen füllt sich langsam. Wir haben jetzt mal die größten Teile besorgt. Schauen, ob wir die jetzt zuschneiden können. In unsere Größe, die wir brauchen. Genau. Baumarkt ist so gut wie leer. Ist echt nicht viel los. Heute geht's echt super. Jetzt schauen wir mal. So, wir haben jetzt alles bekommen im Baumarkt. Genau. Der Wagen ist schön voll, wie ihr seht. Haben wir alles bekommen, was wir gebraucht haben. Genau. Wir gehen jetzt noch nach Hause. Und bauen es dann zusammen. Ja. Weil unser Auto randvoll war mit den Balken, musste Vanessa einfach nach Hause laufen und hat somit Pech gehabt. Oh, voll gemein. Spaß, wir haben ja dann schließlich auch noch eine Rückbank. Also wir haben jetzt hier schon mal die sozusagen die Streben für seine Box, für sein kleines neues Zuhause sozusagen. Habe ich jetzt mal hier hinten mit zwei Schraubstöcken und einem Brett auf 73,5 eingespannt bis hier vorne. Jetzt gucke ich, dass ich hier immer so einen halben Zentimeter wegbleibe von der Platte und dass die dann alle so, sagen wir mal, 73,5, 74 ungefähr haben. Und dann werden die danach in die Löcher reingesteckt. Jetzt habe ich mir noch überlegt, dass ich die hier vorne nochmal festspanne mit zwei Schraubstöcken, dass die auch nicht ins Vibrieren kommen beim Sägen. Und man muss natürlich dann immer schön darauf achten, dass alle hinten plan anliegen. Perfekt ist es nicht, aber ich glaube, das funktioniert recht gut. So, ich baue mir das jetzt hier auf, damit die Streben dann, damit ich die dann einsprühen kann. Immer schön ein bisschen mit Abstand, dass sie nicht aneinander dappen, dass es keine Spuren dann von einem anderen gibt. Genau, muss ja nur immer so minimal, aber ich lasse immer ein bisschen mehr. Und dann ist er besser zum Sprühen. Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen weiter. Ein paar passen noch drauf und dann geht's los mit Sprühen. Kaffee fertig? Kaffee? Kaffee! Käffchen! Bei der Arbeit hier, gell? Ja. Jetzt.
So, jetzt haben wir den Deckel und das Grundgestell und jetzt kommt es innen drin dran. Schauen wir mal. Eben einen halben Millimeter kriegen wir auch noch. Also wir machen jetzt schön die Löcher für die Sprossen. Hier habe ich schon mal alle angezeichnet. Immer so einen ungefähren 5er Abschnitten. Hier drüben kommen die dann auch direkt in den Rahmen. Genauso wie hier. Also sprich, das hier wird eine Tür. Hier kommt eine Tür rein. Da drüben sind Sprossen. Hier sind Sprossen. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Hier sind Sprossen. Und hier sollen dann nachher Sprossen sein, da. Genau, und hinten, also das alles hier hinten, die Rückwand, da machen wir erstmal nichts hin. Wir sind jetzt in der guten Hoffnung, dass sozusagen die Hauswand, wo es hingestellt wird, als Wand dient. Wenn es nicht funktioniert oder die zu dreckig wird, machen wir da hinten noch einfach Bretter hin. Das sind die beiden Türen. Jetzt gucken wir noch mal das Ergebnis an. Also die Türen haben wir schon. Hier müssen sie noch angemalt, angesprüht werden. Dann kommen die Stäbe rein. Und dann wird eigentlich zusammengebaut, oder? Ja, das ist schon komplett fertig. Komplettimedi. Genau. Das sieht doch gut aus. So, da trocknen die Türen. Und hier hinten die Scharniere und halt die Verschlüsse, ich weiß, jetzt fällt es mir nicht ein, die Riegel, genau. Trocknet jetzt hier alles schön in der Sonne und dann bauen wir es zusammen, sobald es trocken ist. So, die ersten Stäbe haben wir jetzt schon reingemacht. Hier machen wir jetzt überall so einen kleinen Tropfen Leim rein. Und jetzt fehlen noch die restlichen. So, Dille, das Grundgestell steht. Ich habe jetzt hier nochmal die Schrauben, die wir reingedreht haben, sozusagen nochmal kurz angesprüht. Die Speisen oder halt die Gitterstäbe für seine Box nach oder halt für sein Häuschen, sagen wir es mal, ist ja riesig, sind schon mal drin. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt warten wir noch schnell, bis die Türen und die Scharniere trocken sind. Dann montieren wir die. Dann kommt es zu mir hoch in die Wohnung. Dann kommen noch die Decke drauf, also die Platten. Und dann ist es schon fertig. Das große Gestell steht jetzt auch in der Sonne. So sieht es jetzt im Ganzen aus. Da hinten trocknen, wie schon gesagt, die Rahmen und die Scharniere. Der kleine Mann rennt hier auch schon die ganze Zeit rum, erkundet alles. So, wir passen jetzt gerade hier die Türen ein mit den Scharnieren. Müssen wir ganz genau arbeiten, weil wir hier ganz wenig Platz haben, oben und unten. Haben wir unten jetzt einfach mal so einen kleinen Papierstapel dazwischen geklemmt, damit oben und unten die Spaltmaße nachher gleich sind. Und hier kommt dann die zweite Tür rein. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie kriegen wir dieses riesige Gestell durchs Treppenhaus hoch? Wir haben uns dann dazu entschieden, dass es nicht durchs Treppenhaus passt. Somit haben wir unsere Dachterrasse dann
hochgezogen, mit ein paar Spanngurten, ein Seil unten dran gemacht, damit es nicht so rumschwingen kann. Und so sieht's aus, wenn es hochkommt. Geschafft, wir haben es oben, ohne dass irgendwas kaputt gegangen ist, hat perfekt funktioniert. So, wir haben jetzt die grauen Platten draufgelegt, also sozusagen die Deckel oder den Deckel, nicht die Deckel. Und die leimen wir jetzt einfach schön fest, damit wir keine Bohrung oder Schrauben oder jegliches oben sehen. Nein. Aber nein. Die Platte ist drauf, fixiert an den Stellen, wo sich ein bisschen wölbt, haben wir noch Gewichte draufgestellt. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch trocknen lassen. Am nächsten Tag. Aragorn macht hier schon schön Probeliegen. Habe ihn nicht mal reingeschickt, er ist von alleine da reingegangen, ist auch nicht schlecht. Jetzt lösen wir die Schraubzwingen und machen das Gewicht hinten weg. Und dann ist er auch schon fertig. Was ich jetzt gestern noch gemacht habe, ist eine LED rundherum, eine schöne. Ist noch nicht perfekt angeschlossen, das muss ich noch machen. Aber das sieht dann auch echt cool aus. So, so sieht's aus jetzt mal. So, hallo zusammen. Also, nachdem wir das Gestell hier hinter mir fertig hatten, haben wir uns gedacht, die Wand, wo es dran steht, muss jetzt auch noch neu gemacht werden. Die Vanessa klebt hier schon fleißig alles ab. Jawohl. Wir haben uns gedacht, wir machen das hier jetzt so schön grau. Wir haben uns jetzt so eine Abtönfarbe hier geholt und noch so einen schönen Farbeimer hier. Das mischen wir jetzt dann und dann legen wir direkt los. Gucken wir hier einfach mal über die Schulter. Hallo. Hallo. Sie klebt jetzt hier schon schön alles ab. Haben noch ein kleines Stück vor uns. Die andere Seite haben wir schon. Aber wie ihr seht, die Wand sieht einfach nicht mehr so schön aus. Gerade die hier. Gerade über dem Fenster, da stand immer eine Kerze. Genau an der Stelle. Deswegen ist hier alles so dreckig. Das haben wir jetzt sauber gemacht. Und jetzt überstreichen wir das. Wahrscheinlich kommen die anderen Wände und die Decke kommt auf jeden Fall nochmal nach, weil die sehen jetzt auch nicht mehr so schön aus. Streichen wir die nämlich auch nochmal weiß, weil gerade in dem Eck stand immer die Kerze. Gerade gesehen habt, hat Vanessa ein bisschen gefailt. Ihr ist gerade aufgefallen, dass sie an der Wand aus Versehen abgeklebt hat, anstatt an der. Nein, war ich nicht. Und jetzt macht sie es richtig wieder. Der Kleine hier, wir haben hier mal so sein provisorisches Türchen hingebaut. Darf natürlich nicht beim Streichen dabei sein, sonst ist er nachher grau oder er ist nachher grauer wie die Wand. Deswegen wartet er jetzt hier. Nein, Aragorn, du bleibst jetzt da. So, der erste Pinselstrich wird gemacht. Es fehlen nur noch ganz viele. Den ersten Anstrich haben wir jetzt mal drüber gemacht. Sieht noch ungleichmäßig aus, aber ist ja immerhin erste. Aber wenn man näher hingeht, mal es vergleicht, ist echt eine coole Farbe, finde ich. Es gibt einen schönen. Wenn es nach fertig ist, gibt es eine schöne Wand. So sieht es jetzt aus nach dem ersten Mal streichen. Echt gleichmäßig jetzt. Jetzt sieht man hier nochmal schön den Unterschied, wie schön grau. Jetzt fehlt dann nur noch der zweite Anstrich. Und dann sind wir auch schon fertig für heute. Und hier haben wir jetzt das fertige Ergebnis. Tada! Tada! Vanessa hat jetzt das hier noch schön dekoriert, haben wir hier noch eine Laterne heute gekauft. Hier ist noch das Zeug von der Kira, ein Bonsai haben wir uns geholt, ein Buddha, der dazu passt, eine schöne Lampe. Und hier unten ist dann Aragorn's Place. Also wir haben einmal eine Tür gemacht. Hier kann er sich auf den Boden legen, wenn es ihm zu kalt ist. Zu warm. Zu warm, meine ich doch. Warm, genau. Natürlich. Und dann hier mit seinem Bettchen. Wenn es ihm zu kalt ist, genau. Kann er sich auf sein Bettchen legen nachts. Und wir haben eigentlich immer eine Tür offen, damit er immer rein und raus spazieren kann, genau. Wenn er will. Also die rechte hier schmeißt zu. Genau, wenn ich jetzt auch zukriege. Ja. Und die steht dann offen. Zeig mal, wie die dann ganz offen steht, wie die, wenn wir das immer stehen lassen. So lassen wir es dann immer stehen. Genau, so ja. Steht es eigentlich immer. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, sieht echt cool aus. Und Aragorn, Aragorn, komm her! Jetzt, direkt! Richtig viel Platz da drin. Oh ja. Und du hast gefailt. Ich habe genau gesehen, dass du es auf das Bett werfen wolltest, gell? Nein. Gell? Nein. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr uns gerne abonnieren und natürlich ein Gefällt mir da lassen. Ja.
Jawohl, wir würden uns freuen. Genau, und falls ihr irgendwelche Kritik oder sowas habt, Fragen gerne in die Kommentare. Wir freuen uns. Danke.